Okay, ich bin Sid, der Liedermacher. Das erste Lied ist ein Protestsong. Den habe ich, I wrote this song like last week and I finished it today, so I don't know if it's gonna work out. I was angry. Ich wollte gestern Morgen gern ein Lied von Rio Reiser hören auf YouTube, wo sonst all seine Musik war. Doch da hieß es, dieses Video enthält Content von Sony Music Entertainment. Es ist in deinem Land nicht mehr verfügbar. Was würde Rio sagen zu dem, was Sony da tut? Was würde Rio sagen? Fände er das gut? Ich weiß es nicht, aber ich sag fuck Sony Entertainment für all die Videos, die sie sperren. Anwälte im Abmahnwahnsinn, Fixer vor dem Herrn. Ich scheiß auf euren Content, ich kauf bei euch nix mehr ein. Fuck Sony Entertainment und EMI obendrein. Und ich seh das nicht zum ersten Mal. Am Anfang war es mir ja noch fast egal. Doch langsam packt mich echt der Hass. Von Michael Jackson, Johnny Cash und Van Morrison. Doch gerade bei Rio finde ich es besonders krass. Denn was würde Rio sagen? Was hätte er gedacht? Was würde Rio sagen zu dem, was Sony da macht? Ich weiß es nicht, aber ich denke, er würde irgendwie sowas sagen wie fuck Sony Entertainment für eure scheiß Zensur. Warum ihr das hier macht, kapier ich nicht die Spur. Ich komm zurück als Zombie, das lässt mir keine Ruhe. Fuck Sony Entertainment und Warner noch dazu. Ich denke, Rio ist für alle da, doch scheinbar zählt ja nur und nicht unser Recht auf Kultur. Kein Pandora, kein Spotify, nein, in Deutschland geht das nicht, weil man ja hierzulande mit Streaming-Gesetze bricht. Und wozu soll das gut sein? Das ist es, was ich nicht verstehe. Wenn ich das auf YouTube nicht sehe, renn ich los und kauf die DVD. Das mach ich nicht, sondern ich sag fuck Sony Entertainment. Fuck, was ihr da macht. Fuck Sony Entertainment. Das habt ihr euch so gedacht. Ich geb euch keinen müden Cent. Egal dazu. Fuck Sony Entertainment. Universal und Warner und EMI noch dazu.